Ja, und jetzt wird es, glaube ich, ein langes, langes Short, weil ich muss ein bisschen was zusammenpacken. Ich habe ein bisschen aufgesammelt, was so die Tage passiert ist. Beziehungsweise, wenn ich das nicht mache, komme ich irgendwie ein bisschen in die Bredouille. Also, was haben wir alles? Ich habe in einem 300-Liter-Becken Sand aufgefüllt. Und das habe ich jetzt mit ganz günstigen Poolfiltersand aus dem Baumarkt gemacht. Und das möchte ich euch zeigen, wie das funktioniert hat. Und dann habe ich noch vor, die Präcox-Regenbogenfische, also die Zwergregenbogenfische, Neon-Zwergregenbogenfisch, so ist glaube ich richtig, umziehen zu lassen, weil meine Medakas sind ausgezogen. Das habt ihr ja glaube ich schon gesehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich was wie poste, aber so machen wir das jetzt einfach mal. Vielleicht seht ihr das erst auch im Nachgang, dass die Medakas ausgezogen sind. Und in diesem Becken möchte ich jetzt die verbliebenen Regenbogenfische, also die Neon-Zwergregenbogenfische einbringen, um die dann noch nachzuziehen, weil das möchte ich gerne noch versuchen. Und als drittes habe ich noch eine neue Fischart, die bei mir eingezogen ist. Ich war nämlich wieder in Remscheid in der Zoobox und da habe ich ein paar kleine süße Fische bekommen. Wer mir auf Instagram folgt, hat es vielleicht schon gesehen. Also gucken wir uns erstmal das Becken an mit dem neuen Sand, beziehungsweise wie ich das gemacht habe. Ja, das ist jetzt der Sand, den ich ausgewählt habe. Mal gucken, ob das die richtige Entscheidung war. Und zwar soll das Sandfilter, für Sandfilteranlagen, also Filtersand steht jetzt auch hier explizit drauf. Ne? Das, was ich gelesen habe, soll der jetzt eigentlich direkt einsatzbereit sein. Aber das kennen wir ja. Ne? Also man soll ihn nicht ausspülen müssen, so hieß es angeblich. Aber das glaube ich immer nicht. Deswegen werden wir jetzt gleich mal gucken, ob das passt. Das kenne ich auch schon vom, ja, wie heißt der, von JBL, den Sansibar Dark. Da hieß es auch, man müsste ihn nicht ausspülen, aber Katastrophe. Aber vielleicht habe ich für den Fall, dass es nicht ordentlich funktioniert, noch eine andere Möglichkeit. Probieren wir mal aus. Und wo sollen sie rein? In dieses Becken soll er mit rein, bei den Madagaskar-Ehrenfischen und bei den Busmani. Einfach aus dem Grund heraus, ich möchte es einmal ausprobieren und zweitens ist das ein Becken, wo ich gerne mal ein bisschen mehr bepflanzen möchte und kann, weil ich da nicht so oft dran muss. Also wenn ich jetzt hier das mit dem Leichmob so weitermachen kann, wenn ich denn muss, also im Moment nehme ich gar keine Eier, funktioniert es auch so und ich muss gar nicht so groß an die Tiere ran. Also habe ich die Idee, ich könnte es ja ein bisschen bepflanzen. Aber das ist noch Zukunftsmusik, jetzt versuchen wir erstmal da Sand reinzubringen. Also würde ich sagen, stelle ich euch mal auf Stativ und dann testen wir das mal aus. Also hier im Eck würde ich mal anfangen und ich habe jetzt hier einfach nur mal so ein Becherchen genommen und mal ein bisschen Sand reingetan. Und dann versuchen wir das mal so weit wie möglich nach unten zu bringen. Oh ja. Das könnte was werden. Thank you.
Also ich glaube, das kann ich jetzt mal so fortsetzen. Ne? Also das scheint zu funktionieren. Und das mache ich dann mal eben ohne euch und dann gucken wir mal weiter. So, mal ein kleiner Zwischenbericht. Also das sieht echt gut aus. Klar, so ein bisschen Schaumbildung hier oben, aber das ist alles vertretbar. Ich glaube, das können wir so weiter durchziehen. Sieht ganz gut aus, gefällt mir. Also ich würde sagen, mit meinen 25 Kilo komme ich eh nicht weit. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen weiter, verbrauche den mal eben oder bringe ihn überall ein, wo ich ihn gern hätte. Und dann gucken wir mal, dann werde ich wohl nochmal einen Sack kaufen gehen müssen, mindestens. Aber soweit zur Theorie. Machen wir erstmal weiter und arbeiten ein bisschen. Das ist ja sonst viel zu langweilig. So, nochmal ein Update. Und ich war jetzt ganz radikal. Ich habe so die Hälfte des Sackes mit meinem Becherchen-Methode eingefüllt und zum Schluss habe ich dann gekippt und selbst da ist das akzeptabel, wie ihr seht. Also deutlich besser als so manche Konkurrenz, die viel, viel, viel teurer ist. Ja. Und jetzt heißt es für mich, wie gesagt, noch einen zweiten Sack kaufen, weil hier ist das ganz okay, ne, so die Tiefe, aber ihr seht schon, hier drüben fehlt noch eine ganze Ecke. Und da werde ich noch einen zweiten Sack kaufen und das gleiche nochmal machen. In der Zwischenzeit können die Filter schon ein bisschen wieder rausnehmen. Der Oberflächenabschäumer kann ein bisschen den Schaum wirklich wegnehmen in dem Fall. Und dann sehen wir uns gleich nochmal, würde ich sagen. Also fürs Erste bin ich begeistert. Also gucken wir uns das nochmal an, nach ganz viel Rumgewurschtel jetzt da drin. Also ich habe da jetzt wirklich alles auf den Kopf gestellt. Die Pflanzen alle einmal raus, dann ein bisschen Mulm sogar abgesaugt. Mensch, dass ich das nochmal erleben darf. Ich sammle hier Mulm ab oder sauge Mulm ab. Und jetzt habe ich das irgendwie erstmal wieder so reingedengelt. Da müssen wir da mal gucken, wie wir das jetzt langfristig machen, weil ich will das ja auch ein bisschen nutzen, dass ich jetzt einen Bodengrund habe. Ich habe jetzt schon mal die Schismatoglottis Prietoi, so heißt sie richtig, hier vorne in den Bodengrund eingesetzt. Versetzt mit der Sekretaria, die hier so ganz kleine Fisselchen drin hatte. Mal gucken, ob sich das so ein, ja, möchte gern Bodendecker entwickelt. Aber sonst halt hier nur die Wurzel ein bisschen anders aufgebaut, beziehungsweise die Haselnussstöcke ein bisschen anders. Aber so richtig gefällt mir das noch nicht. Da muss ich noch mal ran. Und ansonsten, glaube ich, lassen wir es jetzt erstmal sich ein bisschen beruhigen und dann gucken wir uns das noch mal in Ruhe an. Aber der Sand, der ist von dem mit dem orangenen Biber, den kann ich nur empfehlen. Der ist wirklich nicht sehr schmutzig, ist auch nicht so furchtbar teuer. Also ich habe jetzt nochmal nachgeguckt beim zweiten Sack. Der hat jetzt 11,99 € für 25 Kilo gekostet. Für 11,99 €, ja doch, für 25 Kilo habe ich dafür bezahlt. Und ja, ist akzeptabel. Für Baumarktsand relativ teuer, aber für Aquariensand sehr günstig. Also ich würde sagen, wir sehen uns gleich nochmal. Wir lassen das jetzt nochmal ein paar Stunden oder bis morgen oder so ein bisschen sich setzen und dann schauen wir uns das nochmal an und gucken nochmal, wo wir da ein bisschen rübergehen müssen und wo wir noch was verändern wollen. Wahrscheinlich werden auch noch ein paar Pflanzen einziehen, aber das gucken wir erstmal, wenn ich überhaupt wieder richtig was sehe hier. Also bis dann. Ja, auch wenn das jetzt schon ein paar Tage länger her ist, als ich gerade in dem vorigen Part angekündigt habe, es war auch nach einem Tag direkt so klar. Und das hat wunderbar geklappt. Das war überhaupt kein Problem. Also ihr habt es ja gesehen und das ist wirklich super schnell aufgeklärt. Also diesen Sand kann ich wunderbar empfehlen. Gibt es beim Orangen Biber und das funktioniert wunderbar. Und ihr seht, hier hinten ist auch noch ein Trieb eingezogen. Jetzt muss ich gucken, wie heißt sie noch gleich? Pogostemon stellatus, also nur mal, dass man auch sieht, was es hier ist, ist jetzt nur ein kleiner Trieb, den habe ich mir jetzt auch von der Zoobox mitgebracht. Der Rest ist ins große Aquarium gezogen, aber das dann ein andermal. Ja. Also ihr seht, das läuft recht gut
Ich habe sogar noch ein bisschen Mulm abgesaugt, obwohl sich jetzt hier schon wieder ein bisschen Neues gebildet hat. Aber guckt mal, ist gar nicht mehr so verkehrt, bildet sich alles hier unten in der Ecke. Der Rest ist relativ sauber. Also wenn ich denn mal einen Mulm absaugen möchte, was ich ja eigentlich recht wenig mache, kann ich einfach hier hingehen und mir das hier rausholen. Ja, also ich glaube, hat sich gelohnt. Ich habe jetzt auch noch ein paar Pflanzen bestellt, wo ich vielleicht noch einen Teil mit einbringe. Und hier hinten habe ich mir noch über Kleinanzeigen, ich hoffe, man kann sehen, diese Vallisnerien, ich glaube Spiralis nennt sich die Variante. Das ist für mich die Standard-Vallisneria, die ich früher immer hatte. Also die nicht so ewig breit und nicht so ewig lang wird und nicht diese gedrehten Blätter hat. Ja. Und da habe ich über Kleinanzeigen noch zugeschlagen und habe die jetzt hier mit eingebracht. Aber auch ein paar Triebe im großen Aquarium. Aber auch dazu ein andermal mehr. Aber was sagt ihr so, wenn jetzt hier so die Schismatoglottis hier vorne noch ein bisschen wächst, finde ich das gar nicht verkehrt, glaube ich. Ich habe hier auch ein bisschen von den, na, wie heißt es jetzt? Jetzt komme ich nicht drauf. Sacretaria eingebracht, das kann dann auch so ein bisschen weiter wachsen. Sogar ein paar Triebe noch mehr eingesetzt. Und da kann das von mir aus gerne hier vorne wieder zuwuchern. Das Schöne ist jetzt auch, ich hoffe, man kann es für euch auch sehen. Ich gehe mal jetzt näher ran. Da. Ich kann die Copernamensis besser sehen. Sie legen sich jetzt immer hier so schön drunter, oder wenigstens ein Teil. Und da sehe ich sie immer doch deutlich mehr als vorher. Gefreut mich sehr. Ja, also ganz gut gelaufen. Den Tieren geht es soweit gut, haben das alles super überstanden. Er sieht immer noch zerrupft aus. Das wird auch nicht viel besser, ne? Moment, das haben wir hier. Also richtig, ich will es jetzt gerade nicht anfokussieren. Jetzt hat man es, glaube ich. Jetzt sieht man es ganz gut. Er sieht immer noch nicht gut aus, aber ihm geht es gut. Er frisst. Er hat morgens, wenn das Licht angeht, seine Rappel. Sehr interessant bei den Tieren jetzt wieder. Die Kromsa, also die Bosmani, sind Frühaufsteher. Bei denen fängt das Balzverhalten direkt morgens an. Richtig früh, bei den Kalitawa mittags und bei den Pygmäae erst nachmittags, abends. Also sehr interessant. Habe ich immer was zu gucken. Schöne Sachen. Ja, dann würde ich mal sagen, ach nee, eins kann ich noch sagen. Ich habe immer noch so die letzten Reste von der Entengrütze hier drin, die ich nicht ganz losbekomme. Jedes Mal, wenn ich jetzt hier wieder den Skimmer leere bzw. sauber mache, kommen immer noch so ein paar Bröckchen wieder raus und ich habe sie wieder im Becken. Also da muss ich nochmal genauer dran arbeiten, dass ich da jetzt wirklich hier einen Schlussstrich drunter ziehen kann. Aber sonst sieht es gut aus. Das ist ganz gut gelaufen, glaube ich. Ja, soweit hierzu. Dann gehen wir mal dahin und ich zeige euch mal, welche Fische wo einziehen sollen. Tja, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt so richtig erkennen kann. Aber da hinten sind zwei von den dreien, die ich jetzt hier noch habe. Und ein Männchen und zwei Weibchen sind es noch. Ich weiß gar nicht, wo das dritte jetzt ist. Muss ich gleich mal schauen. Aber die sollen jetzt umziehen, um dann noch ein bisschen Zucht zu ermöglichen. So der Plan. Und dann zeige ich euch jetzt, wo sie einziehen sollen. Und das sollte, glaube ich, übergangsweise für die Zucht ein vernünftiges Becken sein. Ja, einziehen sollen sie jetzt hier oben, wo vorher die Medakas waren. Also neben den Salt and Pepper Peanut Butters, ne? Und das rechte zeige ich euch gleich erst, was da jetzt drin ist oder noch zusätzlich eingezogen ist. Das guckt man dann mal in Ruhe. Aber hier sollen die jetzt einziehen, da kommt gleich noch ein Laichmob rein und dann ist alles gut. Beziehungsweise ich mache erstmal den Laichmob rein, um den Stress zu reduzieren und dann setze ich die Tiere ein und dann sehen wir uns hübschen wieder hier. Ja, das hat jetzt viel besser geklappt als gedacht. Hier sind jetzt zwei der Tiere. Ich weiß gar nicht, wo Nummer 3 jetzt abgeblieben ist. Muss ich gleich nochmal gucken, ob alles gut gegangen ist. Aber das hat wunderbar geklappt. Ich brauchte auch nicht groß angleichen, beziehungsweise gar nicht angleichen, weil die Wasserwerte identisch sind, also nahezu identisch auf 10 Mikrosiemens irgendwie Differenz. Temperatur eh gleich und da kann man sich das, oder da kann man das schon mal riskieren, dass die Tiere dann auch direkt umziehen dürfen. Also Laichmob ist jetzt hier drin. Dann können sie im Prinzip loslegen, so wie sie lustig sind. Jetzt gucke ich nur noch mal,
Wo ist die Nummer 3? Das schaue ich mal gleich ohne euch, damit ich auch absolut sicher bin, dass hier keiner rausgesprungen ist. Aber das sollte passen. Wunderbar. Dann drückt mir mal die Daumen, dass das klappt mit der Vermehrung. Und dann gucken wir uns nochmal die neue Fischart an, die jetzt eingezogen ist. So, und guck mal da. Ich hoffe, man kann es gut sehen. Ah, ich befürchte fast wieder nicht. Versuchen wir es mal mit ranzoomen. Ach, jetzt könnt ihr was sehen. Jetzt kommt er auch noch vorne. Ihr seid Vögel. Jetzt. Also, Erbsenkugelfische sind hier eingezogen. 5 Stück an der Zahl. Die habe ich, wie gesagt, in Remscheid bei der Zoobox geholt. Schöne Grüße gehen raus. Und was erhoffe ich mir jetzt von den Tieren? Ja, also, erstmal hier ein bisschen Schneckenbekämpfung. Beziehungsweise, es kommt jetzt leider nicht so rüber. Guckt euch mal diese süßen kleinen Fratzen an. Sind neugierig und stehen oft hier an der Scheibe und beobachten mich. Also das ist echt der Hammer, was das für kleine niedliche Tierchen sind. Die haben richtig Spaß hier. Ich habe sie leider noch nicht gesehen, dass sie an Schnecken rumfressen. Sie haben mal am Schneckenleich ein bisschen probiert. Das ist ja der erste Schritt. Ne? Die Bäuche sind soweit ganz gut gefüllt. Ich achte da jetzt ein bisschen drauf, dass ich auch noch ein bisschen was anderes zufüttere. Und ja, so ein bisschen Mückenlarven oder ein bisschen Artemia gefrorene, das geht bestimmt auch ganz gut. Müssen wir mal gucken. Also da kriegen wir sie schon bestimmt hier gut versorgt, bis sie kapieren, was sie eigentlich am liebsten mögen. Ne? Auch wenn sie jetzt hier hinten abdüsen. Denen geht es richtig gut. Machen einen Riesenspaß, weil ich sitze jetzt hier schon ab und zu davor und gucke mir das an. Die kleinen Racker, auch wenn sie sich jetzt wieder hier hinten hin verdünnisieren, machen eine Riesenlaune. Ja, sie sind jetzt zusammen mit den Habrosus. Ja, das müsste eigentlich ganz gut passen. Und es sind auch noch 2 Luminatus hier drin. Da ist leider das Männchen verstorben. Ich habe nur noch 2 Weibchen. Noch ein Jungtier, mal gucken, da werde ich wahrscheinlich noch mal ein bisschen Nachschlag holen, ne, dass ich wenigstens noch ein Männchen dazu bekomme, damit ich auch da ein bisschen züchten kann. Ne? Macht ja Spaß. Aber sonst sind die schon echt cool. Ja, und langfristig gucken wir mal, ob sie jetzt dann hier bleiben. Vielleicht ziehen sie dann auch ins Wohnzimmer-Aquarium, wäre auch eine Idee, weil es da auch noch ein bisschen einen Tacken mehr Platz hat. Aber wir gucken mal. Ich glaube, das passt fürs Erste ganz gut. Ja, und dann würde ich das lange, lange Short von heute dann mal abschließen und sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir doch einen Daumen hoch, ein Abo oder gar beides. Das bringt das Projekt hier ein bisschen voran und mir gibt es ein bisschen Bestätigung. Kostet ja nichts. Also, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.